So, gehen wir mal ganz kurz. Boom. Bam. Bam. So, wenn dieses Zeichen kommt, dieses Dödem, haben wir die Quest erfolgreich abgeschlossen. Halt unsere Ziele halt getötet. Kurz gesagt, ja. So, gucken wir uns hier mal um. Wir können hier nichts machen. Nee, können wir nicht. Gut. Habt ihr halt jetzt mitgekriegt, hoffe ich. Wir haben halt jemanden getötet. Und der Typ da wollte halt den ganzen Lob für sich haben. Das sind Ruhm. Und ja, da haben wir die einfach mal niedergeplättet. Genau. Hier dieser Knopf, da erkläre ich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Genau. So war das. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Das ist ein richtig cooles Spiel. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Total verpeilt. Schwacher Hertrank. Nehmen wir mal alles mit. Ja, dann erkläre ich euch mal ganz kurz hier das Face. Also, halt, wir haben so eine Draufsicht, aber wir können auch ranzoomen. Weil ich persönlich so liebe. Ja, hier haben wir unsere Spezialfähigkeit. Kann ich später mal aktivieren. Das hier kommt später noch dazu. Hier oben ist unser Gesicht und unser Name. Und wir halten immer einen Hertrank, kommt man so nebenbei. Ah, halt hier unser Leben und unser Level. Das ist die Minimap. Dann haben wir immer hier unsere Waffen. Ich habe gerade einen Streitkolben der Hoffnung. Hier ein Heiltrank. Halt hier so einen kleinen Kompass, würde ich jetzt nur sagen. Optionen, halt alles in der Umgebung einsammeln. Und hier unsere Spezialfähigkeiten. So, das hier kommt später, das sind passive Fähigkeiten. Und halt hier können wir nochmal ins Inventar. Boah, schweres Wort. Alter, Leute. Charakterübersicht. Ist ja das hier. Da haben wir halt hier unsere Vitalität, Stärke und so das Gegner. Das hier kriegen wir noch später. Da gehe ich später drauf ein. Hier Kampf. Das sind unsere Fähigkeiten, die ich dann halt, die man hier reinmachen kann. Die Fähigkeiten. Übersicht. Kann man durch Sachen finden. Die zeige ich euch mal. Mit I öffnet man das Inventar durch diese Sachen hier. Wenn ich jetzt da rechtsklick drauf mache, habe ich hier meinen Fachblitz. Was haben wir noch? Ja, komm. Und ein T-Shock. Auch nicht für uns. Also dann können wir gucken. 20 bis... ist unser Besser. Dann haben wir als hier jetzt den Fachblitz. Zeig euch mal, das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Halt hier gibt es halt Inquisition, Macht, Umwelt, Unterwelt. Und halt hier, wenn wir die Fähigkeiten oft genug einsetzen, können wir sie halt hier noch sozusagen wie abhängen. Und das hier können wir halt Kombos machen. Können wir zum Beispiel Fachblitz und diesen komischen Schlag als Kombo machen. Aber das ist erst später wichtig. Ja, die Karte. Nichts Besonderes halt. Ist eine große Welt. Ist eine sehr, sehr große Welt. Da sieht man auch, wo wir hin müssen. Können wir uns auf Wegpunkte setzen und sowas alles. Aber das ist noch nicht so wichtig. Und das Logbuch. Halt so ein paar Sachen, Erfolge, nichts Besonderes. Ich habe das Spiel vor kurzem erstmal wieder neu installiert, halt hier kann man halt gucken. Ein Held, erstmal Teleporter verwendet und sowas alles, aber das ist egal. Und dann halt hier immer noch unsere Hauptquests. Und dann hier Bücher. Bücher finden wir später alles und so. Ja. Das war es eigentlich erstmal so, was ich erklärt habe. War, ist noch irgendwas? Nö. Nee, halt. Wir laufen, tut man mit Mist. Mit. Wo sind die Gegner? Kann ich mal Fachblitz zeigen. Bam. Hier sieht man den XP und den Schaden, den wir machen. Halt, mit W läuft man. Mit S und D kann man halt hier so die Kamera schwenken. Und mit S läuft man nach hinten. Zuerst lasse ich dich bluten. Da sieht man gerade unten, hat man gut gesehen. Ich bin nur ein Statist. Genau. Ich bin nur ein Statist. Ja, das war's. Ich wollte mal sehen, welche Stufe der ist. Weglagerer. Und er ist ein Hochelf. Schwacher Trank der Genesung. Ja, so, jetzt sehen wir das Inventar genauer ein bisschen. Halt hier mal, wie viel Schaden wir machen. Insgesamt so viel. Verteidigung. Kampfkunst, das wird später wichtig. Also Magie ist das eher gesagt. Halt hier unsere Rüstung, wie viel allgemeine Rüstung wir haben.
Hier der Button Inventory. Nichts Besonderes. Er hat hier Belastung. Halt. Mal ausdrücken. Ja, wenn wir halt belastet sind, wird halt Reinkarnieren wir nicht so schnell leben. Leben kann man hier später, kann man hier schmieden. Muss man nicht extra weggeben. Sofort und verwerten, verkaufen. Da könnte man. Woanders. Genau. Kann man instant so verkaufen. Dann muss man nicht nach Hause gehen. Genau. Das hier ist also. Da werden dann alle Bonusse durch Fähigkeiten oder sonst was hier angezeigt. Und hier Waffen und Rüstung Sets. Ja, hier kommt dann später unser Reittier. Wir werden ein Pferd haben. Also hat jeder hat ein Pferd. Und ein ganz besonderes. Wir haben zum Beispiel eine Schattenspinne, aber die lernen wir erst später kennen. Ah, hier gibt es halt noch Hilfe. Ist auch nochmal alles so ein bisschen erklärt, aber brauchen wir nicht. Ja, gibt es eigentlich noch was? Ja, das ist halt Inventar halt auf I. Hoch auf C ist halt Charakterübersicht. X, das waren jetzt X, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber halt auf E ist halt das hier. Soll man sagen? Stamm, also nicht Stammbaum. Vergiss das Wort. Halt hier so Fähigkeiten als. Das ist der Fachblitz. Einer meiner aller Lieblingsfähigkeiten. Magische Perle. Dann nehmen wir die. Hab ich mal. Oh, T-Kampf, schön. Hier, das ist zum Beispiel ein Sockelgegenstand. Den. Wenn ich den mal nehme, den können wir nur zu packen, aber später halt in eine Waffe reinsockeln. Und dann seht ihr, er bringt Schadensumwandlung nach Magie. Ja, das. Also auf der Map halt sieht man die ganze. Nur ein Kratzer. Ja, auf der Map sieht man die ganze Map. Ha, ha, ha. Nein, sieht man halt da die Gegner, wo Gegner gestorben sind, wo wir hin müssen und wo Händler in der Nähe sind. Bam! Schmerz! Kein guter Tag zum Sterben. Halt, hier sieht man ein Gold. Genau, unsere Goldanzeige ist genau hier. Ich vergesse noch zu erzählen, ist mir gerade eingefallen. So, dann sieht man halt, wo rote Punkte sind. Da kann man dann halt hingehen und die. So, jetzt haben wir mal eine neue Waffe gefunden. Gucken wir uns die doch. Oh, erstmal Kobold killen. Und das 3 Tage vor meinem Geburtstag. Ja, es tut mir sehr leid. Goblins sind eigentlich sehr, sehr nette, lustige. Die lassen halt immer einen Spruch da, sozusagen. Wir können ja mal. Nicht auf C, auf E ist das. Ach, das ist ein Buff. Ah, okay. Die können wir mal einpacken. Total vergessen, dass es ein Buff ist. Halt, die zwei hier unteren sind meistens Buffs. Glaube ich, der. Nee, genau. Genau, jedes einzelne hat einen Buff. Die Musik kommt eigentlich mit einem schweren Gegner in der Nähe. Hm, egal. So. Und jetzt halt immer. Aus. Ja, ich kann euch selber durchlesen. Ich bin nicht so der Lesefreak. Und ja, noch irgendwas. Na, da sind noch ein paar Gegner. Halt hier mit. Zack. Alles eingesammelt. Und ganz easy. So, gehen wir weiter. Also, kurz noch zu Zirka 2. Was bist du denn? Das hat so ein. Alter. Open World. Rollenspiel. Mich erwischt. So, hier die, halt die Schwachen und wird in 23,4 Sekunden freigegeben. Das ist was wegen Online-Spielen. Halt, dass wenn du so online spielst und du findest was Gutes, bist aber noch im Kampf. Dann kann kein anderer dir das in dieser Zeit klauen. So, halt hier Kühe. Hier kommt nämlich gleich so. Soll man sagen, Nebendorf. Das da wird gleich interessant. Seelenstein. Ein Seelenstein ist ein Teleporter. Halt, den aktivieren wir. Können wir, nee, wir können auch nicht drauf gehen, weil wir noch keinen zweiten haben. Ja, das ist halt ein Teleporter. Da kann man sich halt von Punkt zu Punkt teleportieren. Halt, hier, das sind Menschen. Wieso erdreistet ihr euch, mich anzusprechen? Ja, tut mir leid. Tratsch und Tratsch sind böse Schwestern. Seid gegrüßt. Das ist der Händler. Da kann man halt verkaufen, kaufen. Ey, warum so einen Ausrüstungsgegenstand kann ich nicht verwenden. Vielen Dank. Der kommt mal gezeigt, wenn ich was kaufen kann. Ich wollte etwas anderes kaufen. Seid gegrüßt. Und zwar würde ich Waffen. Wann ist ja genau hier das Schwert, wollte ich mir eigentlich holen. So ein dummer Bogen, das verkackt, aber. Halt hier wird eingeseit und Schmuck. Tränke, Rüstung. Halt hier, das sind diese kleinen Typen hier.
aber ja, bringt halt ein bisschen Rüstung mehr und alles, aber das finden wir später. Halt hier, die roten sind nicht speziell für uns. Da steht da hier mal über Level 1 Inquisitor. Waffen, genau. Nee, Waffen steht nicht. Doch, bei manchen, glaube ich, steht Inquisitor oben. Weil hier was Rotes, wir können halt keine Schilde tragen. Deswegen werde ich später hauptsächlich zwei Handwaffen benutzen. Ja, hier, das sieht man gerade unsere Passiv, dass wir halt ein bisschen mehr Schaden machen. Das ist ganz nett. So, jetzt sieht man da oben gerade ein blaues Fragezeichen und das sind Nebenquests sozusagen. Und da kann man sich das jetzt durchlesen. Bringe mir 4 Gelbfußkraut. Du stehst in der Schuld der Inquisition. Genau. Jetzt sieht man da unten auch diesen blauen Pfeil, der so ein bisschen zeigt, wo wir hin müssen. Und da gehen wir auch gleich mal hin. Machen wir die doch gleich mal. Voll killen wir da ganz kurz hier den Gegner. Könnte man. Nee, nicht doch. Batzt! Boom. Boom.